Bobby, wie schaffen wir beiden das denn, dass wir im hohen Alter noch so fit sind? Ich sag mal wir beiden, weil du bist ja jetzt schon 16 und hast auch in diesem Jahr wieder gezeigt, dass du genauso flott und genauso fröhlich unterwegs bist und den Fatoni mal eben die 4 Sterne kurz gewonnen. Und das liegt daran, dass er natürlich eine ganz besondere Freundin hat und das ist meine Stallmanagerin Carmen Thiemann. Sie sorgt dafür, dass Bobby immer locker und geschmeidig gehalten wird und wirklich so ein gleichmäßiges Bewegen und nie eine ganze Pause hat. Also Pause machen wir eine sogenannte aktive Pause. Das heißt, dass er in regelmäßigen Abständen auch kein Turnier geht und auch wirklich runterfährt. Das heißt, auch keine Dressurlektionen geht, nicht im Springparcours unterwegs ist, auf normalen Springturnieren, sondern er wird locker und geschmeidig gehalten. Das heißt, einmal die Woche longiert über Cavaletti, wir galoppieren draußen schön durchs Gelände, wir reiten immer schöne Übergänge und viel auch Zügel aus der Hand kauen lassen, dass er eigentlich immer in dieser lockeren Bewegung bleibt. Viel springen tue ich jetzt eigentlich nicht mehr, weil das kann er und das macht er. Das mache ich dann einfach mit Cavaletti-Arbeit, wenn ich wieder anfange. Ich glaube, das Geheimrezept ist, immer in Bewegung bleiben. So ein bisschen, wer rastet, der rostet. Aber es darf keine Dauerbelastung sein, sondern muss immer ein gleichmäßiges, geschmeidiges Bewegen sein.